Moin, ihr wunderbare Menschen des Interwebs. Mein Name ist Marcel und ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem Doom Guide. In diesem Guide zeige ich euch alle Sammelobjekte, die ihr in den Missionen finden könnt. Von den Puppen bis hin zu Secrets, bis hin zu diesen Elite-Wachen, die ihr für eure Rüstung braucht zum Upgraden. In diesem Guide Wir werden findet ihr uns alles. darum kümmern. Wir beginnen mit dem ersten Codex-Eintrag, den ihr gleich findet, nachdem ihr an die frische Luft kommt. Dafür müsst ihr einfach nur geradeaus springen und ihr seht den Codex-Eintrag schon auf dem Boden leuchten. Nehmt ihn auf und ihr habt das erste Sammelobjekt. Als nächstes gibt es das erste Secret und die erste Puppe, die ihr einsammeln könnt. Sobald ihr vor dieser blauen Tür steht, durch die ihr nicht durchkommt, folgt ihr den rechten Gang. Am Ende findet ihr die Keycard, die ihr benötigt, um die Tür zu öffnen. Dann lauft ihr aber nicht den gleichen Weg zurück, sondern springt auf die Kiste, springt in diesen Zwischenraum und sammelt die erste Puppe ein. Danach geht's weiter mit dem Elite-Soldaten. Sobald ihr bei dieser Stelle angelangt seid, geht ihr rechts nach oben den schmalen Weg entlang, tötet alle Gegner in diesem Raum. Aktiviert die Konsole und verlasst den Raum nach links. Am Ende findet ihr den Elite-Soldaten auf der rechten Seite. Weiter geht's mit dem zweiten Secret der klassischen Doom-Map. Dazu müsst ihr vom Elite-Soldaten nach unten springen, rechts dem Weg folgen, nochmal euch auf den Boden fallen lassen. Und dann findet ihr einen kleinen Durchgang, von dem aus ihr zu dem Hebel laufen könnt. Diesen Hebel aktiviert ihr und lauft in das Gebäude hinein. Drinnen angekommen, seht ihr die klassische Doom-Map. Als nächstes kommt der nächste Codex-Eintrag. Dazu springt ihr die Kisten hinauf, folgt dem Weg. Und biegt am Ende links ab. Am Ende findet ihr Munition, Rüstung und den nächsten Codex-Eintrag. Die erste Felddrohne findet ihr, indem ihr euch von dem Codex-Eintrag einfach umdreht, zurücklauft, nach oben springt und dann findet ihr auf der linken Seite gleich die Felddrohne. Das nächste Secret und die zweite Puppe findet ihr, indem ihr den Weg von der Drohne aus weiter geradeaus folgt. Und dann kommt ihr in einen schmalen Gang. Dort erledigt ihr erstmal alle Gegner und folgt den Gang auf der linken Seite. Am Ende findet ihr die nächste Puppe. Und das war's auch schon. Damit habt ihr in Mission 1 alle Sammelobjekte eingesammelt. Wie immer möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken und hoffe, dass der Guide euch weitergeholfen hat. Wer alternativ einen kompletten Walkthrough von Doom haben möchte, ist gerne herzlich eingeladen, meinen 100% Walkthrough sich anzugucken. Dort sammle ich auch alle Collectibles ein. Wer nur die Collectibles sehen möchte, ohne das ganze Gekämpfe außenrum, ist natürlich bei meinem Guide an der richtigen Adresse. Noch einmal vielen herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn ihr mögt, sehen wir uns im nächsten Guide von Doom wieder. Bis dahin, ciao!